Und ich würde gerne zum Thema Gleichheitslüge und Feminismuslüge möchte ich gerne noch mal was zitieren, damit das noch mal klar wird. Und zwar habe ich hier ein schönes Zitat von einem Vertreter der Rockefeller-Dynastie. Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Interview vorgelesen. Das ist von Nicholas Rockefeller. Manche sagen, nein, das stimmt nicht, das ist eine Fälschung. Letztendlich ist es sogar egal, wer das Zitat wirklich ursprünglich mal in die Welt gesetzt hat. Aber es sagt, spricht Bände, weil es spricht genau das an, was wir erleben. Also, der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die traditionelle Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Es geht nämlich immer nur um die Kinder. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Man könnte auch sagen, allen voran der schützenden Väter. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen. Die arbeiten für die angebliche Karriere, konsumieren im Sinne von Mode, Schönheiten und irgendwelche Marken und dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden.